Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen im neuen Jahr in 2024 mit Zoo 2 Animal Park. Ja, ich habe mich ja wieder mal etwas rar gemacht in der letzten Zeit und ja, es ist, wie es ist. Ihr wusstet ja, dass so ein paar Sachen so sind, wie sie sind. Und aktuell tüfteln wir an einer ganz neuen Geschichte rum. Da erzählen wir euch aber mehr, wenn es soweit ist. Ja, ich möchte ganz gerne ein bisschen was machen. Eigentlich wollte ich was aufarbeiten mit euch, aber erstmal gucken wir mal hier in diese Kiste rein. Die Freundekisten mache ich ja eigentlich immer so mehr oder weniger gleich auf, beziehungsweise spätestens dann den nächsten Morgen. Aber ja, also sagen wir mal so, ich wollte ja eigentlich mit euch diese ganze Weihnachtsgeschichte noch abschließen, die Dekorationen umplatzieren und so weiter und so fort. Das werden wir auch alles noch tun. Aber ich möchte jetzt erstmal mich nochmal durch die Truhen hier kämpfen, denn ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, wann die kamen und ich habe keins davon. Okay, das heißt, wir fangen heute mal an mit dem Tamarau. Also ich vermute mal, dass er so ausgesprochen wird. Ja, das werden wir uns heute mal anlachen. Und der wird natürlich nach Tannenhain ziehen. Ja, natürlich. Ja, die Pläne waren ja alle mal anders, ne? Naja, wie das so ist. Aber jetzt so nach Feierabend war ich hier noch nicht drin, beziehungsweise glaube ich heute Morgen auch nicht. Nun ja, wie das so ist. Na, ist ja, naja. Manchmal ist die Zeit etwas rar, beziehungsweise manchmal braucht man einfach auch mal ein bisschen Zeit für sich, nicht wahr? Aber ich hoffe, dass ich jetzt so meine Wege finde. Und dann schauen wir mal, dass das hier wieder geregelt vonstatten geht, ja? Also nicht so, wie es in der letzten Zeit war, sehr, sehr unregelmäßig, sondern dann doch mal wieder ein bisschen, ja, regelmäßiger, sagen wir es mal so, ne? Und ja, mal gucken. Na, wir haben ja unsere festen Zoo-2-Tage eigentlich, ne? Der Dienstag, der Donnerstag und der Sonntag. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das unter der Woche in naher Zukunft schaffe, 2 Videos rauszubringen. Deshalb bin ich da so ein bisschen am Überlegen, ob man es wöchentlich auf 2 Videos reduziert. Denn so viel ist ja aktuell nicht, ne? Immer wenn so Events sind, dann könnte man natürlich den Rhythmus wieder erhöhen, wenn denn Zeit ist. So, meistens ist genau dann bei mir auch Land unter, warum auch immer. Ich weiß nicht, fühle mich gemobbt. Ja, ich muss gucken, wie ich das schaffe, aber auf 2 Videos in der Woche würde ich schon ganz gern wiederkommen, ne? Aber ihr kriegt das ja mit, habe ja ganz viele treue Zuschauer, bin ich euch auch super dankbar. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr einen super guten Start, herzlichen Glückwunsch Emily, im neuen Jahr hattet, einen gelungenen Start. Dass euch nichts passiert ist an Silvester. Ja, manchmal kann man ja auch nichts dafür, wenn man mal so die Nachrichten verfolgt. Das ist ja schon schlimm, was hier so abgeht. Traurig, traurig manchmal. Aber gut, so ist das eben. So, haben wir jetzt hier endlich bald Ordnung? Eigentlich wollte ich ja mal meine Tierchen vervollständigen, die ich schon geraume Zeit so mit mir rumschleppe. Aber das werden wir heute nicht machen. Habt ihr ja, habe ich euch am Anfang schon erzählt. Und ja, ich denke, wir machen einfach mal, was wir hier so können. Ja, dieses Dschungelgehege wartet ja nun auch schon eine ganze Weile darauf, bevölkert zu werden. Ne? Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor es die hier nicht mehr gibt, mach's einfach mal. So, wir haben 190 epische Truhen. Und Truhen öffnen. Ja, na immerhin 1. Das ist schon mal gut. Dann riskieren wir doch mal einen Blick, wenn wir dich vollenden. Oh, das ist ja nicht schlecht. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ja, komm, machen wir einfach mal.
wir müssen Truhen sparen. Ich meine, epische Truhen kriegen wir ja dann doch immer mal, vor allem einmal im Monat, ne? Naja, aber was wir haben wir. Südafrika-Kronenkran. Ich glaube, den haben wir, ne? So, dann würde ich sagen, machen wir doch hier heute mal kurz einen Prozess, sparen uns Puzzleteile. Sparen uns die Kisten. Puzzleteile kann ich mir noch einige dazu vervollständigen, wie ich schon beäugt habe. Und so, oh, meine Güte, bist du dunkel. Ist ja, oh, okay. Oh, da passen aber zwei rein. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ich bin auch ganz ehrlich derzeit so ein bisschen am Überlegen, ob ich in meinen Zoos mit den neuen Gehegen mal so ein bisschen abweiche von dem Vier-Tier-Modus. Weil ich krieg's zeitlich sowieso irgendwie nicht hin, hier so super viel zu züchten und so weiter und so fort. So, jetzt will ich mal gucken, dass ich das hier vielleicht so ein bisschen hier rumgeschoben kriege. Könnten wir da oben vielleicht noch ein Gehege irgendwie platzieren, basteln? Hast du nicht gesehen? Warte mal, dann können wir doch mal das hier nutzen. Hier ist ja auch so ein leerer Streifen, ne? Dann schieben wir das hier vielleicht mal einzeln hier rüber erstmal. Das können wir ja dann bei Gelegenheit immer noch mal schön machen. Hier so ein Wanderrucksack. Wo packen wir den hin? Wollen wir den vielleicht hier so hinpacken? So, ich würde sagen, ja. Nein. Ja. Ja, das ist halt manchmal nicht so einfach. Nee, komm. Du kommst mal hier hin. Dich haben wir hart erwirtschaftet irgendwann mal. So, und dann schieben wir das hier. Ja, guck mal. Das ist doch super. Wie weit kriegen wir das hier runter? So weit? Passt mit dem Weg wieder nicht. Oh, krass aus. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Manu, Ossi, mach doch mal was. Schimpf doch mal. Sag mal, wir brauchen kleinere Wege. Mensch, das finde ich immer blöd irgendwie, ne? Weil so hätte man jetzt hier und dann hier vielleicht so ein längliches Gehege noch dran basteln können. Ach, es will nicht, wie ich will. Pass auf. Ich möchte das aber ganz gerne so da haben. Aber wenn ich jetzt erweitere, passt denn hier noch, passt natürlich auch nicht hin, ne? Ist ja auch immer so ein Straßenplatz. Ah. Ich möchte das nicht. Ich möchte das schön haben, Mensch. Das wäre doch hier so schön ums Eck. Da hätten die hier so ein bisschen Ruhe. Jetzt überlege ich, wie ich das hier mache. Warte mal, wir verschieben mal den hier hin. Den da hin irgendwo. Dann nehmen wir dich mal hier hoch. Und behalten uns vielleicht den Platz mal frei hier unten für ein Gehege, wo wir ausbauen müssen für ein zweites Tier, ne? Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Guck mal, hätten wir gar nicht so viel umräumen müssen, eventuell. Dann kann hier ein Weg und dann können wir hier auch noch Dekos verteilen. Ja. Oder mal, wenn wir den hier hinpacken, was ist dann im Weg? Dann ist hier unsere schöne Mauer im Weg, ne? Könnte man noch einmal rüber? Ne, wir lassen das so. Hin und her schieben können wir ja immer noch. Okay, wieder viel hin und her getüftele. Wir gucken, was brauchen wir denn? Eine Wasserstelle und Trog ist klar und einen Spielstein. Ich glaube, den habe ich sogar, wa? Na, kieke mal einer an. Das ist doch wundervoll. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Also zumindest nicht auf Lager. Aber wir können ja mal gucken. Also das brauchen wir auf keinen Fall.
so ein Stall, also tausche ich immer weg, ne? So, wir holen jetzt mal nur das, was wir wirklich brauchen. Warte mal, Trog war weiter hinten. Da hatte ich nämlich schon mal geguckt, jawohl. Vollenden. Und dann packen wir auf jeden Fall das hier rein, was wir unbedingt brauchen. So, dann kommt ihr hier hin. Und haben wir noch irgendwelche schönen Dekorationen vielleicht vom letzten Mal über? Nö, aber wir haben noch ein Gehege. Du, pass auf, das setzen wir doch glatt mal hier da so daneben. Ui, na gucke. Nicht schlecht. Gut, also müssen wir uns noch Deko anderweitig holen. Ich möchte da gar nicht so sehr viel hinpacken. Vielleicht eher was Kleineres. Was Kleineres. Ja. Das ist halt immer so die Frage. Ne, das ist, glaube ich, auch größer. Mal vielleicht hier so ein Busch. Ich glaube, das würde mir tatsächlich schon reichen. Ich möchte ja, dass die beiden Schnuckel hier Platz haben, ne? Weil das scheinen ja dann doch wieder so diese Herden- und Weidetiere vielleicht so zu sein. Und die müssen sich ja so ein bisschen bewegen können, ne? Ich glaube. Ah! Ich hasse es. Ich möchte gern weniger Dekos stellen, aber irgendwie überkommt es mich dann. So, pass mal auf. Du kommst hier vielleicht. Hier oder hier? Ins Eck, oder? Ja. Da sieht das doch ein bisschen nicht ganz so, naja, frei aus. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, klein. Ich meine, die sind schon schick, ne? Aber wirklich dunkel, ne? Mit der Zeichnung hier auf dem Kopf, ne? Über dem Auge, ist schon schick. Du hast grüne Augen und du auch, oder? Ja, würde ich mal so sagen. Ja. Sind zwei Schnucklige, möchte ich mal behaupten. Gut, wie gesagt, neue Methode. Aktuell werden wir gucken, dass wir hier möglichst, was ja so geknackst hat, wenn ihr es gehört habt, ist mein Headset. Nicht ich. Neue Methode wird, wie gesagt, sein, dass wir hier auf zwei Tiere erstmal reduzieren, um ein bisschen Platz zu sparen. Ne? Kriegen wir schon. Juti, ihr Lieben, dann haben wir schon mal eins erreicht für dieses Jahr. Dann werde ich mal gucken, dass ich die anderen beiden hier auch noch organisiere. Da muss man ein Waldgehege. Eieieiei. Giraffengazelle, Gizelle. Habe ich die schon? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Naja, wir werden es herausfinden. Gut, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen und dabei gewesen sein und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.